Hallo alle miteinander auf dem Fahrradkanal. Ja, ich bin jetzt nach gut 2 Stunden Zugfahrt von Remscheid bis nach Nettetal-Breil, heißt das hier, der Bahnhof, angekommen. Eigentlich wollte ich bis Kaldenkirchen fahren mit dem Zug, aber da gibt es leider keine Bahnsteigaufzüge, die barrierefrei sind. Also für alle Radfahrer, die schwere E-Bikes haben und oder aber Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen, dürfte das da ein Bahnhof sein, der recht beschwerlich ist. Zumal hat der Bahnhof auch nicht die entsprechende Höhe laut DB-Navigator. Darum habe ich es jetzt vorgezogen, einen Bahnhof vorzeitig auszusteigen. Obwohl es schade ist, weil die Bahntrasse beginnt eigentlich, die ich radeln wollte, direkt in Kaldenkirchen, um zu dem Nordkanal zu kommen. Genau, der Nordkanal ist heute eigentlich das spezielle Thema, um das es geht. Den möchte ich gerne fahren. Die Tour von hier, vom Bahnhof Nettetal-Breil, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für alle Einheimischen sei es mir verziehen, geht von hier aus 49,5 Kilometer. Ihr wisst, den Komoot-Link mache ich immer unten unter dem Video. Dort findet ihr den. Und ja, wie gesagt, ich werde dann von jetzt hier von Breil erst einmal ein Stück fahren müssen, um auf den Nordkanal-Radweg zu kommen. Der ist übrigens in Komoot auch ausgewiesen. Ich glaube, es ist sogar ein Fernradweg. NK, glaube ich, abgekürzt, Nordkanal-Radweg. Und wie gesagt, den werde ich dann folgen bis nach Neuss, wo der Nordkanal dann in den Rhein mündet. So, und den Rest werde ich euch dann vom Schneidetisch aus erzählen. Ich hoffe, ich habe in der Zwischenzeit, während ich hier die Anmoderation gemacht habe, auch eine Radelkarte eingeblendet, wo ihr sehen könnt, als Übersicht, wo es heute lang geht. Also, ich würde sagen, auf geht's! Hallo, jetzt hier auch nochmal vom PC, wo ich das Video gerade am Schneiden bin. Bin auch hier schon unterwegs und jetzt hier in Breil. Das war jetzt Breil Zentrum und hier geht es auch schon in Loberich in den Ort hinein, beziehungsweise es ist hier noch ganz in der Nähe von dem Nettebruch. Dort sieht man jetzt hier auch dieses, tja, ein Kreisverkehr für Radfahrer? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin jetzt hier, fahre jetzt wie gesagt an diesem Kreisverkehr vorbei und hier zum Windmühlenbruch. Genau, und an dieser Stelle, da gibt es einen schönen Metallrahmen mit Grüße aus dem Nettetal. Das kann man natürlich dann schön fotografieren und ihr findet die Fotos dann in Komoot. Dort habe ich die Fotos natürlich, dort werden sie ja automatisch verortet und die Tour ist für euch dort zugänglich für alle. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Weg in Loberich. Loberich hat ja hier das Örtchen so knapp oder um die 13.000 Einwohner. Und weil ich schon mal hier vorbeikomme, habe ich gedacht, statte ich dem Café Seger,
einen Besuch ab. Hier waren wir schon mal. Da gibt es übrigens ganz tolle Pralinen. Das ist ein bekannter Fernsehkonditormeister. Ja, da war gerade das Ortsausgangsschild. Ich hatte mich nämlich ein wenig verfahren, weil ich wollte ja eigentlich schon viel früher auf diese Bahntrasse, auf die ich jetzt hier aufgefahren bin. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen in Loberich verfranst. Aber egal, so what. Also nun bin ich jetzt hier auf dem Weg auf der Bahntrasse, auf der ehemaligen, die von Kaldenkirchen über Grefrath und weitergeht. Ich weiß gar nicht, bis wie weit die geht. Ich glaube hier bis, ich gucke gerade mal hier am PC nach. Was ist das hier? Kempen, genau, bis nach Kempen führt. Aber ich werde die nicht bis Kempen fahren. Wie gesagt, in Grefrath werde ich dann abfahren, weil, wie gesagt, das Hauptthema für mich heute ist ja der Nordkanal, den schon Napoleon bauen wollte. Ja, das könnt ihr dann natürlich im Internet nachlesen. So viel sei gesagt, dass Napoleon wohl dieses Projekt schon zum Bau einer Wasserstraße zwischen dem Seehafen Antwerpen, der Maas und dem Rhein bezeichnet hat, beziehungsweise wohl bauen wollte, aus dem Jahre 1806. Ja, hier ist jetzt auch diese Bahntrasse in Grefrath erstmal für mich zu Ende, weil ich jetzt, wie gesagt, hier auf diesen Nordkanal, so wie er eigentlich verlaufen sollte. Es gibt da so ein blaues Band, das seht ihr hier links aufgemalt. Ja, ob es jetzt blau oder grün ist. Man sagt ja immer, Männer sind farbenblind. für mich war das irgendwie türkisfarben. Hier links seht ihr das auch wieder. Es ist teilweise ein bisschen verblasst. Es gibt auch so wellenförmige Querstreifen, so wie hier, die gerade dann quer zur Fahrbahn sind. Die sollen dann auch diesen Nordkanalverlauf symbolisieren. Und ich habe auch rechts immer mal solche blaugrünen, ich sage jetzt mal blaugrün oder türkisfarbene. Ja, ist übrigens hier sehr laut. Ein Stück verläuft nämlich hier irgendwie neben der Landstraße, wie man hört. Und das fand ich überhaupt nicht so schön. Ja, ihr seht hier immer mal gerade auch diese quer aufgemalten kurzen Farbstreifen. Also diesem farblich gekennzeichneten Weg könnt ihr eigentlich dann folgen. Also ab hier ging es eigentlich. Es war, wie gesagt, nur so am Anfang. Ab Grefrath, da verlief der Radweg nicht wirklich sehr prickelnd schön. Gut. Kann man irgendwie nicht ändern. Beziehungsweise ich habe hier dann mir mal noch eine andere Streckenführung ausgedacht in dem Komoot-Link, den ich euch auch unten drunter unter dem Video einstellen werde. Dort könnt ihr dann sehen, wie ich diese Sache beim nächsten Mal, sollte ich das nochmal fahren oder radeln wollen, dann auch so beradeln. Okay, wie gesagt, ansonsten, wenn man nicht gerade da auf dieser blöden Landstraße lang fährt, dann ist es an für sich ein sehr schöner Radweg. Natürlich kann man auch direkt parallel die an der Niers lang fahren. Aber wie gesagt, mein Anliegen war ja mal diesen Nordkanal-Radweg zu testen. Hier hatte ich mich auch kurz verfahren. Aber jetzt bin ich auch schon wieder drauf auf diesem Radweg. Ihr seht hier, dort ist wieder hier ist sie mal ein bisschen frischer, die Farbe. Und ja, eigentlich, wie gesagt, wenn man nicht ab Grefrath dieses kurze Stückchen
da hätte wirklich da auf dieser blöden Landstraße, heißt wohl auf Grefrater Straße, glaube ich, müsste das sein. Die ist nicht wirklich schön, macht keinen Spaß und ja, aber gut. Ihr merkt schon, ich ärgere mich da so ein bisschen drüber. Ja, weil man muss es nicht wirklich, ja, braucht man nicht, ne? Also wie gesagt, ich glaube hier so kurz vor Süchteln ist das, da kann man, da zweigt der dann wirklich ab und verläuft auf wirklich eine, vielleicht ist da auch mal eine ehemalige Bahntrasse verlaufen. Ich habe nämlich gelesen im Internet, dass wohl dieser Kanal daran gescheitert ist. Das ist jetzt so meine ganz persönliche freie Interpretation aus dem, was ich gelesen habe. Ist der nie ganz fertig. Also man hat ihn teilweise genutzt, man hat ihn auch teilweise gebaut und er ist auch genutzt worden, aber dann kam ja schon 1800 Tuck die Eisenbahn und dann hat man das schnell verworfen und hat eben die Bahn genutzt. Ja, hier bin ich dann auch zufällig bei irgendwie einem Lauffest in Süchteln war das, glaube ich, irgendwie gelandet und da gab es dann auch einen Kringel Wurst mit einem Brötchen, habe ich mir natürlich direkt eins besorgt. Ja, jetzt sind wir hier dann auch in Viersen schon in meinem Video. Und dort gibt es jetzt auch wirklich mal sichtbar ein schönes Stückchen noch von dem erhaltenen Kanal, also von dem erhaltenen Nordkanal. Hallo, hier von unterwegs auf dem Napoleon Nordkanal, also den Napoleon schon bauen wollte, 1800 Tuck, werde ich natürlich vom häuslichen PC am Schneidetisch noch etwas Genaueres zu erzählen. Jetzt habe ich hier 23,7 Kilometer zurückgelegt von roundabout 50 Kilometer. Und hier hinter mir, ich bin jetzt hier in Viersen, hier kann man ein Stück dieses Nordkanals noch sehen. Ihr werdet es ja gleich noch vom Fahrrad aus sehen. Also wie gesagt, hier kann man den Nordkanal noch sehen. Teilweise gibt es ihn noch. Also man kann ihn teilweise noch sehen, wo er mal... er ist, wie gesagt, teilweise also auch schon gebaut worden. Und von daher gibt es, wie gesagt, auch teilweise Sachen oder Stellen, wo er noch erhalten geblieben ist. Später, so kurz vor Neuss, da gibt es auch längere Stücke vom Nordkanal, die noch erhalten sind. Ja, wie gesagt, hier jetzt in Viersen bei meinem Kilometeranzeige hier in Komoot 23,7. Natürlich werde ich hier noch ein Foto von machen, sodass ihr das auf Komoot dann auch sehen könnt und auch anschauen könnt. So, dann will ich das jetzt auch mal machen. So, Foto ist gemacht. Also wie gesagt, ihr könnt das dann auch in Komoot nachschauen. Wie gesagt, der Link ist unter dem Video zu finden. Von daher denke ich mal, werdet ihr das dann auch finden. Es ist jetzt auch ganz schön warm geworden. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was ausgezogen und weiter geht's. Ja, wie gesagt, ich habe vor Ort ja ein bisschen was dazu erzählt, was ich jetzt zuvor auch schon gemacht habe hier vom PC aus, wo ich das Video schneide. Ihr habt gesehen, davor habe ich ja die Kamera versucht auf dem Stein dort aufzubauen, war mir aber dann zu wackelig, habe das dann mal im Gras an der Seite gestellt. Ist ja auch immer ganz schön, wenn man sich selber mal von außen filmt, während man irgendwo vorbeifährt. Ja, jetzt hier, wie gesagt, ein Stückchen Nordkanal in etwas größerer Form mal hier in Viersen erhalten, unweit auch vom Bahnhof übrigens. Wer das
oder die Tour dann von dort aus mal starten möchte. Dort wäre auch ein guter Einstiegspunkt, wenn man denn das 49-Euro-Ticket plus natürlich in NRW ein 3,80 Euro Tagesticket nutzen möchte, ist das auch ein guter oder schöner Einstiegspunkt, weil ab hier war das mit der Nordkanal-Trasse bzw. dem Radweg nicht ganz so schlecht. Hier ist mal eine kleine Ausnahme. Hier hat man wieder so ein bisschen tricky-mäßig. Ja, tricky-mäßig hört sich ja schon fast schon nett an. Also manche Stellen fand ich dann nicht so schön, obwohl gut, es war jetzt kein Wochentag, von daher war es egal. Ja, was ich noch zu der Tour sagen möchte, fällt mir gerade ein, apropos 49-Euro-Ticket plus 3,80 Euro für das Fahrradticket. Der Zug war übrigens proppenvoll. Na, also ab, war es spätestens Düsseldorf, sind also sehr, sehr viele, weil der Zug fährt nämlich durch bis nach Venlo. Übrigens hier rechts gerade, oder hier jetzt auch nochmal zu sehen, diese, ich weiß nicht, wie man die Stangen nennt, Stelen, die wohl auch irgendwie diesen Nordkanalverlauf symbolisieren soll. Übrigens ist ja hier genau jetzt zur Linken, oder jetzt fahre ich unten drunter her, eine Bahntrasse. Also aus der Historie oder der Geschichte, ist ja kurz, wie gesagt, man hat diesen Nordkanal nur in Teilen genutzt. Hier übrigens rechts gibt es dann auch so blaue, ja, sind das Steine, angepinselte Platten aus Stein oder Blech, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, da ist man schnell umgeschwenkt, 1835 oder was weiß ich, wo dann die Eisenbahn in Deutschland Einzug hielt und das Eisenbahnzeitalter begann. So steht zumindest in Wikipedia, glaube ich, geschrieben. Ist also die Nutzung, die weitere Nutzung oder der weitere Ausbau von diesem Nordkanal nicht mehr, ja, interessant gewesen. Und von daher, ja, hat sich das dann erledigt. Ja, hier jetzt wieder auch mal so ein Stückchen Landstraße, was ich auch nicht so schön finde. Gut, man ist da jetzt ein kurzes Stückchen durchs Dorf gefahren, aber ich finde das immer nicht so prickelnd, ne, über die Straßen. Aber gut, es war jetzt nicht ganz so wild und so schlimm. Von daher war es jetzt für mich okay. Ja, hier ist übrigens eine Stelle. Wie ihr seht schon, da gibt es eben so einen, tja, wie soll man das nennen, so eine Schwebebahn. Da muss man an dem Seil ziehen und dann kann man übersetzen. Ich habe im Netz gelesen, das soll so symbolisieren, wo der Nordkanal dann eigentlich über die Niers geführt werden sollte. Oben drüber oder keine Ahnung. Jedenfalls sollte er das, also der Nordkanal, da die an dieser Stelle die Niers kreuzen. Und deswegen hat man dort irgendwie diesen, ja, diese Schwebebahn gebaut, wo man dann eben übersetzen kann. Ihr habt gesehen, da passen Fahrräder rein. Alles gut, alles easy. Also wer da irgendwie aus einer anderen Richtung längs möchte, der wird dort auf jeden Fall fündig und kann dann dort auch übersetzen. Ja, es geht hier jetzt an Neuwerk, so heißt es, glaube ich, vorbei. Und ja, hier die Landschaft ist jetzt wirklich sehr schön. Man hat jetzt hier einen schönen Abschnitt, der durch viel Natur geht. Ihr seht, hier musste ich mich dann mal entscheiden, wo es lang geht. Aber es gibt ja Fahrradschilder und wie gesagt, ab und zu tauchen dann auch diese blauen Stelen auf. Also da muss man immer ein bisschen gucken, wo geht es gerade lang. Dann
kriegt man das schon, glaube ich, doch irgendwie hin. Ich habe, wie gesagt, die Strecke eigentlich bei mir in... Hersener Bruch ist dieser Teich hier. Ja, genau. Aha. Bei Kilometer 31,6. Und das Rauschen im Hintergrund ist die A52. Genau. Ich habe also zwischendurch immer mal so ein paar Anhaltspunkte drauf gesprochen, also live während der Tour, damit ihr dann auch immer mal wisst, wo man gerade längs fährt. Ja, wie gesagt, dieses Teilstück hier sehr schön, aber lasst euch nicht täuschen, es kommt leider auch wieder ein bisschen schlechter hinterher. Ja, gut, das ist halt eben der Nordkanal, ne? Deswegen muss man halt nehmen, wie es ist. Und ich wollte es ja auch einfach mal testen. Ja, hier habe ich auch immer mal per Untertext so ein paar besondere Punkte eingefügt, damit ich sie nicht vergesse in der Moderation hier vom PC aus. Und damit ihr in etwa wisst, wo man oder wo ich gerade hier im Video mich befinde. Ja, jetzt beginnt eigentlich der nicht so schöne Teil, wie ich finde, von... Ja, ihr seht hier gerade eingeblendet Pferdebräucher See oder wie auch immer das heißt. Also jetzt geht es hier, wie gesagt, immer irgendwie an der Bundesstraße lang. Und ich war also froh, hier ist es ja noch relativ ruhig. Ihr seht auch immer mal diese Verkehrsschilder, daran könnt ihr sehen, wo man gerade ist. Ja, da war gerade auch eine Delle in der Fahrbahndecke. Ja, die Fahrbahndecke auch nicht immer in super gutem Zustand. Also für ein, soll ja hier, diese Nordkanalstrecke soll ja eigentlich auch ein Fernradweg sein. Also, naja, da lässt sich so ein bisschen drüber streiten. In manchen Abschnitten waren da schon ganz schöne Wurzelaufbeulungen in dem Weg. Und da waren manche am Anfang da bei Grefrath nicht gerade, nicht gerade sehr freundlich für, wenn man als Fernradweg will man ja dann auch ein bisschen schneller fahren. Ja gut, hier biege ich dann jetzt auch wieder ab und bin froh, dass ich diese blöde Landstraße dann da auch wieder verlassen kann, weil der Weg dann auch, wie ihr seht, hier wirklich wieder ein bisschen schöner ist. Man fährt dann hier neben der Bahntrasse, beziehungsweise die ist wirklich in Betrieb. Da ist dann wohl definitiv auch eine S-Bahn oder was da fährt. Ja, ich sehe gerade hier die S28 nennt sich das. Wo die dann hinfährt, keine Ahnung. Also hier am Caster See ist da, glaube ich, Endstation. Schade, dass man die nicht weiter gebaut hat und vom Verlauf, aber naja, kann man nichts machen. Ja, jetzt komme ich, glaube ich, auch schon hier langsam nach Neuss rein. Muss mal gerade gucken, wo wir hier im Video sind. Weil es sieht hier schon nach sehr viel mehr Betrieb aus. Aber wie gesagt, der Radweg immer noch relativ gut für sich. Also wie gesagt, da die Bundesstraße vorhin, bevor ich da auf die S-Bahn-Linie getroffen bin, diesen Pferdebräuchersee, da dieser Abschnitt Nersener Straße oder wie das heißt, nicht so schön. Kann ich auch nicht empfehlen, aber es ist halt, ne, was ist schon perfekt. So, jetzt schlage ich mich hier so ein bisschen durch Neuss durch, um, ich will natürlich zu dem Endpunkt kommen. Ihr seht, selbst durch Neuss ist es schöner und ruhiger als da an dieser blöden
Bundesstraße entlang. Ja, allerdings gibt es dann doch nachher noch einen Abschnitt, der auch nicht ganz so schön und prickelnd war, wo ich dann wirklich auch eine Kreuzung hatte. War nicht so lustig. Da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Aber hier sind wir ja erstmal irgendwie an einem Endpunkt vom Nordkanal, keine Ahnung, ist wohl hier irgendwie in der Nähe vom St. Josef Krankenhaus, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, werdet ihr dann ja sicher finden. Tja, wie gesagt, hier jetzt auch der Endpunkt vom Nordkanal, der mündet hier, da ist dann so ein bisschen Yachthafen. Konnte man aber schlecht einsehen, deswegen hier jetzt der Blick auf den Rhein, wo dann der Nordkanal mündet oder beginnt. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich mache mich jetzt hier auf dem Rückweg wieder Richtung Neuss Hauptbahnhof. Irgendwie habe ich mich da auch wieder ein bisschen verfahren. Eigentlich wollte ich das alles ein bisschen anders radeln, weil da gibt es eigentlich eine schöne Route, die durch ein Parkgelände verläuft, aber irgendwie habe ich das Ganze wieder so ein bisschen verpasst und durcheinander geschmissen. Aber dafür bin ich ja hier dann durch das schöne Tor geradelt. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, wie das Türchen heißt hier. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann habe ich dann doch noch irgendwie diesen parkähnliche langgestreckte Route gefunden und da geht es dann hier auch noch an einem Ausflugs- oder Trend Außengastronomie vorbei. Weiß nicht, ihr werdet sie sicher kennen. Ja, hier war das dann auch zu Ende. Muss hier bei Niedertor gewesen sein, wenn ich das so gerade richtig gesehen habe. Von daher, jetzt geht es allerdings wirklich hier ein Stückchen die Adolf-Fleckenstraße lang. Hier muss ich jetzt die Giffenstraße oder Gielenstraße, keine Ahnung, eine größere Straße queren, um dann hier einmal ein Stück weit unter den Gleisen her und dann mittig in den Neusser Hauptbahnhof komme. Ja, das sieht dann ganz toll aus. Hier gibt es dann auch eine Radstation, wie ihr seht. Ganz prima gemacht. Also, ich weiß nicht, ob man da die Räder auch parken kann. Vielleicht ist da auch eine Werkstatt, keine Ahnung. Ja, dann muss ich hier meinen Zug nach Hause erwischen. Auf Gleis 5 oder 6 war es, glaube ich, egal. Auf jeden Fall, was ich euch noch mitgeben möchte auf dem Weg jetzt hier zu meinem Abfahrtsgleis. Leider hier sind Aufzüge, zumindest an dem Gleis. Ich glaube, an den anderen auch. Aber schön ist es nicht, weil die Fahrräder passen da leider nicht hinein. Nicht so schön, aber so ist es. Ja, hier ist der besagte Aufzug. Der ist nämlich nicht lang genug, dass ein Fahrrad der Länge nach hineinpasst. Gut, wer sein Fahrrad hochkant stellen kann, der mag es machen. Dann wird es wohl funktionieren. Ich kann es nicht. Ne? Ich hatte einiges an Gepäck mit. So rund 14 Kilo habe ich immer mit wegen Filmerei und anderen Sachen. Also musste ich hier wieder das Rad hochtragen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo freuen und einen Daumen hoch und würde mich freuen, wie gesagt, wenn das Video gefallen hat. Ich sag mal winke, winke, bis zum nächsten Mal und tschüss.